So, und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Und von mir erstmal ein Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ja, wie ich mitbekommen habe, ist nach Folge 685 die nächsten 2-3 Folgen kaputt. Denn da ist was passiert, irgendwie ist da Fraps abgeschmiert und die Folgen kamen nicht raus. Zur kurzen Erläuterung, in den Folgen, ach ja, der Wolke, den wollte ich eigentlich leider ankündigen, hat er gerade selber gemacht. Hallo Wolke. Hallo. Du kennst mich doch, ich trinke mich gerne so ein bisschen im Vordergrund. Ja, das haben wir ständig, dieses Problem. Ja. Boah, was kommt da? Dementsprechend ist jetzt natürlich, fehlen da jetzt natürlich zwei Folgen. In denen haben wir aber nichts gemacht, außer Pferde gezüchtet. Also habt da keine Angst, allzu verpasst zu haben. Wir haben angefangen oder wollten Pferde züchten, haben rausgefunden, ich dachte, irgendwie ging das mit den Möhren nicht. Und dann habe ich irgendwas anderes probiert und dann im Endeffekt ging es doch wieder mit den Möhren. Waren hin und her einfach. Und es war jetzt nicht unbedingt so spannend. Ihr habt also nicht verpasst, wie ich den Ender Dragon gekillt habe. Und selbst das wäre nicht so lustig gewesen. Okay, ist nicht. Das wäre natürlich richtig fatal gewesen. Ja, da kam so ein Ender Dragon vorbei, da habe ich einfach mal gekillt. Bum bum tot. War so. Ungelogen. Standard. Also ich meine, Ender Dragon, was ist das? Pille Palle. Ich schaue nicht, ich hatte mich hier momentan in eine Höhle verschlagen, der Wolke. Das ist übrigens mein typischer. Ah, ein Creeper-Schrei. Der Wolke war, ist ja heute Co-Kommentator, einmal auf Deutsch bitte. Und ja, wir sind momentan in der Höhle, weil wir uns gedacht haben, hey, wir machen einfach mal, ach, hier kommen die Viecher runter. Ach, das ist Gold. Gold, genau, das suchen wir ja. Ja, und zwar sind wir momentan ja voll in der Pferdezucht beschäftigt. Oh, noch mehr Gold. Und Pferde zu züchten, das geht nur mit, das geht ja nur mit... Moment, Spinne. Gold, Möhren oder Goldäpfeln. Und darum brauchen wir ein bisschen Gold, weil das doch auf die Dauer ein wenig kostspielig ist, wie du dir sicher vorstellen kannst. Hat er mich jetzt gehört? Wolke? Ich muss meine Waren kurz verabschieden, deswegen habe ich kurz mein Headset abgesetzt, damit jetzt die Zuschauer mein lautes... nicht hören. Man hat es übrigens trotzdem gehört. Ach, Kacke. wo war ich jetzt? Also hast du das, wir sind halt beim Züchten von Pferden gewesen. Und damit wir uns das leisten können, weil man die ja nur mit Goldmöhren und Goldäpfeln züchten kann, die verwöhnten Viecher, sind wir in die Höhle gegangen. Goldäpfel? Ja, die kann man nur mit... Wow, da kommt ein Schwert auf mich zu. Bam, bam. Ja, darum sind wir in die Höhle gegangen, um ein bisschen Gold zu schürfen und auch Diamanten, weil die Diamanten gehen wir uns auch langsam zur Neige. Und ja... Das ist der Grund, warum wir nochmal Höhle sind. Wir haben jetzt, ich bin ja momentan eh, wie ich dir schon erzählt hatte, mal privat, dass ich ja bald wieder in die neue Region switche, weil ja bald Folge 700 ansteht, was ich jetzt natürlich nochmal 2-3 Folgen verschiebt, weil ich die 2 Folgen da nicht aufnehmen konnte richtig. Ja, und deswegen weiß ich eh nicht mehr so richtig, was ich jetzt Größeres starten so, oh, was ist das? Achso, sollte. Und darum ja. Die Art und Weise meines Vorgehens. Ja, auch nicht schlecht, ne? Also ja, ja, gell? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Mal ja. Ein bisschen die Höhlen abfarmen kann ja auch nicht schaden. Ja, ich habe eine schöne neue Höhle gefunden. Das ist eine sehr große Höhle. Mit sehr vielen tollen Dingen wie Kohle, die man ja so selten findet. Oh, Kohle ist wirklich selten. Also da hast du echt einen Glücksfund. Das Schlimme ist, er hat das gerade so überzeugend gesagt, dass wahrscheinlich jeder glaubt, er meint das ernst. Nein, das meint er nicht ernst. Jetzt muss ich das mal schauen. Also die solltest du dir wirklich markieren. Wirklich. Dranpinkeln. Das ist jetzt kein Spaß. Dranpinkeln meinst du das? Das ist kein Spaß, die musst du wirklich markieren. Mit 50.000 Fackeln. Das ist eine Kohle. Lohnt sich die Kohle nämlich wieder. Dann lohnt sich die Kohle wieder. Stimmt. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Was heißt die ausnahmsweise?
Eigentlich habe ich immer recht, aber gut. Er hat immer recht, aber immer wenn er recht hat, höre ich ihm nicht zu. Deswegen hat er auf Deutsch eigentlich nie recht. Bei Frank nicht, nein. Das klappt da nicht. Kannst du den Zuschauer noch nicht meinen Namen verraten? Am Ende weiß das noch jemand. Oh, Mist. Dumm. Oh, hey, das wusste ich nicht. Ich weiß noch damals, wo wir das vertuschen wollten, also wo wir das nicht sagen wollten. Und dann haben wir das gesagt, dann aber so lange drauf rumgeritten, dass jeder gemerkt hat, dass das passiert ist in dem Moment. Ja. Ach ja. Vor allem, ich glaube, hast du in einer der ersten Folgen haben wir das ja rausposaunt, so unseren Namen. Ja, ja. Und dann so, oh nein, jetzt weiß jeder, wer wir sind. Und ja, nach ungefähr gefühlten 5000 Folgen interessiert es immer noch kein Schwein. Also hätte man es auch uns sparen können, egal. Wo bin ich hier oder wo komme ich her? Ah, hier bin ich wieder, richtig, sehr schön. Also du kommst aus Heimatstadt, bitte einfügen hier. Bitte fügen Sie Ihre Heimatstadt hier an, Buxtehude. Aus da komme ich halt her, ne? Also, Kinder, far, wisst ihr Bescheid. Far, far away. Wo kommen Sie denn her? Vorher war das war Schreck. Ich nehme mir gerade mal noch so ein bisschen Rubin mit hier, aber bringt mir auch so nicht wirklich was, dude. Es ist... Das Schöne ist, ich habe ja den Shader drinnen. Und die Grafikkarte, ja, die Nvidia macht ja dann, wenn du Shader einfügst, automatisch alles dunkler. Das heißt, ich kann in Höhlen nicht mit Shader reingehen, weil ich sonst gar nichts sehe. Das ist gleich... wenn du Minecraft auf die höchste Helligkeit stellst. Funktioniert trotzdem nicht, ist trotzdem noch zu dunkel. Du musst ja auch nochmal sehen, auf YouTube wird das nochmal abgedunkelt. Weil YouTube sich so denkt, nein! Wie habe ich diese Gänge jetzt eigentlich angelegt? Das war da der, okay. Ich habe diesen Gang angelegt. So, und dann das Schlimmste, jetzt... wenn man sich in seiner Mine nicht mehr selber zurechtfindet. Ja, das ist das erste Mal, dass ich im Let's Play Minestripping mache, weil, kennst du ja sicher... Das ist immer hier im River noch? Okay, Extreme Hills. Kennst ja sicher, jetzt habe ich hier keine, ach man. Ich muss mal ganz kurz nach oben, liebe Freunde, und, wo sind wir? Scheiße, jetzt habe ich echt verlaufen. Warte, hier geht's runter. Hä? Hä? Oh, oh. Ach lol, ich habe die Treppe in den Arsch gemacht. Ich bin so schlau. Ja. Kennst du das bei Smaragden, dass sie sich überall finden lassen? Und deswegen habe ich hier meine Minestripping-Mine angefangen. Um Smaragde einfach ordentlich farmen zu können. Die wird dann natürlich nochmal ausgebaut. Irgendwann, wenn ich... Ich will so viel, habe so viele Dinge versucht auszubauen oder wollte sich ausbauen. Naja, irgendwann passiert sicher mal. Das war eigentlich immer so. Nimmt sich das vor und dann kommt man trotzdem nie dazu. So. Das hört sich nach einem Zombie an. Das eigentlich gar nicht sein kann. Zombie. Ah, das ist ein Baum, das ist sehr cool, da kann ich den Baum gleich mitnehmen. Einmal Baum in die Hose gesteckt. Und dann läuft das. Der Minecraft-Typ alles so in seinen Rucksack und seine Hosentaschen packen kann. Ja, das, der hat auf jeden Fall was erreicht. So, wir holen nämlich ganz kurz mal ein bisschen Holz hier oben. Wenn wir Glück haben, können wir sogar noch mal hier ein Setzling abgrasen. Dann können wir nämlich gleich einen neuen Baum pflanzen. Wir haben ja eh gerade Knochenmehl dabei. Und da ist auch schon das Setzling. Jetzt hole ich mir ganz kurz... So, machen wir das Holz mal ganz schnell zu Kisten. Und dann lagere ich hier mal jetzt hier den ganzen Stein ein, den wir gesammelt haben. Egal welche Rubrik. Stein, Kies, Erde, der ganze Spaß kann alles hier rein. Der erste Kohle-Stack ist voll, der erste Eisen-Stack haben wir auch voll.
Der erste Steck davon ist auch voll. Den Diamanten, das waren aus Versehen, den tun wir auch mit rein. Steck, ja, Steck. Du hast keine Stacks, du hast den ganzen Steckkasten. Ha, ha, ha. Okay, geh dich bitte erschießen für diesen Witz. Okay. Bang. So, wir haben zwei Bäume gefunden, die pflanzen wir gleich mal hier an. Einfach für das Feeling. Klack, klack, klack. Oh ja, klack. Feeling klack, darf klack, nicht gehen. Klack, klack. So, noch ein bisschen Wiese hier machen, warum auch nicht. So, vor der Mine erstmal zwei Bäume und eine Wiese angepflanzt. Hey, und ab in die Mine wieder. Cool wäre es, wenn ich hier noch einen Apfel finde. Ne. Leider nein, leider gar nicht. Aber wir können uns mal hier an der Mine was anderes machen. Und zwar ist die Mine ja doch ein Stück weg von uns. Was, also von unserer Hauptbasisstation. Darum würde ich sagen, wir bauen uns hier mal ein kleines Weizenfeld an. Ein kleines aber nur, kein großes, nur ein kleines. Nur ein kleines. Oh, dann nehme ich mich mal. Ich weiß auch, wie das bei dir wieder endet. 33 Folgen später. Also wir haben jetzt hier ein Weizenfeld mit 300 Feldern. Irgendwie ist das schief gelaufen. So, unser kleines Weizenfeld, mit dem wir 2000 Weizen bekommen. Sollte fürs Erste genügen. Ich überlege, ob ich es noch in größerem Format ausbaue. In den nächsten Folgen, in den nächsten 3000 Folgen sehen Sie, Weizenfeld wird vergrößert. In den Hauptrollen Weizenfeld 1 und Weizenfeld 2. Sprecher, Neverguest und Weizenfeld. So. Super, da habe ich jetzt 4 Weizen angepflanzt, es wird noch weiter dauern, bis es wächst. Und ich denke mal, es hat ungefähr Platz für 30, 40 Weizen. Und da können wir uns schon mal 10 Brote draus machen, wenn die voll sind. Ja. Und dann können wir eine Weile in der Mine hier bleiben. Können wir machen. Aua, aua, aua. Kennst du das, wenn du dich nach unten gräbst und den Gang nur 2 Felder groß machst, dann ständig mit dem Kopf anstößt? Ja. Tut ganz schön weh, ne? Gut finde ich auch, wenn man dann mal nicht. Gut finde ich, wenn man dann auch mal nicht aufpasst und den falschen Stein weghaut. Ein bisschen runterfällt oder so. Deswegen. Ich bin da von dem Strip Mining echt weggegangen, weil ich bin da ziemlich oft gestorben irgendwann. Ja, ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber. Das Geilste an der Sache ist echt, wenn du in der Mine bist und dich permanent nach unten gräbst. Das soll das Intelligenteste sein, was man machen kann. Irgendwo ganz tief in der Erde nach unten, ja. Vor allem wenn man Lava hört, dann ist es sehr intelligent, das zu tun. Naja, wenn man die Minecraft-Sounds aus hat und nur normale Musik hört, dann hört man die Lava nicht mal. Ja, aber ich grab mich prinzipiell trotzdem nie nach dann unten, egal was ich mache. Ja, und da bin ich... Naja, das war also diese schöne Mischung. Minecraft-Sounds aus, nur Strip-Mining betrieben. Plums, ja. Landet man in der Lava, denkt sich nun so, schön. Das kann aber echt mit dir passieren, also das ist mir noch nie passiert. Wenn wir jetzt hier rübergraben, genau, hier ist nämlich jetzt der andere. Ja, ne, das war halt so dieses, wenn du halt wirklich die Minecraft-Sounds nicht hast und einfach nur stupide nach unten krebst und irgendwann auch gar nicht mehr dran denkst. Weil es dauert ja schon, also naja, nicht an allen Stellen, aber meistens dauert es ja schon ein bisschen, bis du da wirklich mal irgendwo reinfällst oder so. Und du krebst und du krebst und du krebst und du krebst und denkst dir so, ach cool, du findest hier und da ein paar Sachen. Und also, dann wie gesagt, das würde mir nie passieren. Irgendwann blendest du genau diese Gefahr einfach aus, dass du dir denkst, oh, hier könnte ja vielleicht mal Lava kommen. So ist auch in der Fahrschule. Ja. Der Wolke. Irgendwann blendet er die Gefahr einfach aus. Und fährt geradeaus. So ist er nämlich. Ja. So, hier nehmen wir doch mal ein bisschen die Kohle mit hier, weil wir doch jetzt 3 Stapeln Fackeln oder so verbraucht haben. Und dann wäre es, glaube ich, an der Zeit, dass wir ein bisschen Kohle wieder mitnehmen. Ich war, also mittlerweile, das ist ja immer so, du gehst in eine Höhle, ne? Holst du deine Kohle aus dem einfachen Grunde, dass du ja deine Fackeln bei verbrauchen wirst, ne? Ist ja logisch. Ja.
Das ist an sich auch vollkommen okay. Aber jedes Mal nimmst du am Ende natürlich mehr Kohle. Smaragd gefunden, sehr schön. Im Endeffekt musst du aber trotzdem jedes Mal mehr Kohle mit nach Hause bringen, als du eine mitgenommen hast. Weil wir haben sich mittlerweile so jetzt an die, ich glaube, 2 Doppelkisten Kohle angesammelt. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es auch sein, dass ich einen falschen Wert gebe, aber sollte ungefähr so sein. Ja, ich find's auch gut. Das ist, ich weiß nicht, das ist bei manchen Sachen so. Ich finde auch, dass sich so denkt, ah, okay, ich brauche mal ein bisschen Stein für eine Steinachse. Ja, man sagt, okay. Stein oder Erde, das hast du in Tonnen. Ein bisschen, kannst vergessen. Ein bisschen gibt's bei solchen Sachen nicht. Irgendwann fällt einem dann auf, boah, scheiße, mein ganzes Inventar ist voll mit was denn eigentlich? Stein, Erde, Sand. Ab und zu auch noch mal ein bisschen dazwischen. Und dann sitzt du da und denkst du nur so, hä? Was hast du gemacht? Ah, okay, jetzt bin ich hier gelandet, super.